Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Game zum Montag. Heute mal wieder mit etwas Altem und Speziellem. Und zwar haben wir heute das hier. Attack of the Killer Tomatoes für den NES. Ja, es gab vor langer Zeit mal einen Film dazu, oder ich glaube, es war sogar eine Trilogie, wenn ich mich richtig erinnere. Tomate. Ich habe nur den ersten Teil gesehen und vor kurzem bei einer Retrobörse dieses Spiel hier entdeckt. Und ich meine, ich musste es einfach haben. Seht euch das an, eine Killer-Tomate. Ja, sehr cool. Das Spiel kam, soweit ich mich erinnern kann, 1991 heraus und dann ein Jahr später sogar für den Game Boy, allerdings nur in Japan, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich habe keine Ahnung vom Spiel. Um den Film weiß ich auch nicht mehr genau, wie das genau gestanden hat. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging. Plus minus, ja, halt um Killer-Tomaten. Aber ich bin jetzt gespannt, um was in diesem Spiel geht und ob es mich überzeugen wird. Also Leute, viel Spaß mit Killer-Tomatoes. So, da wären wir. Die Killer-Tomaten, Leute. Okay. Er rutscht da auf diesem Blut aus. Oder nee, ist vermutlich einfach Tomatensaft. Nee, ich möchte gerne selber spielen. Spiele ich jetzt selber? Ja, ich kann mich bewegen, ich kann springen. Ansonsten kann ich nicht viel... Ah, ich kann auf euch drauf springen. Aha. Was sind das jetzt für Augen hier? Nee, das waren kleine Tomaten waren das. Ah, shit. Die Steuerung ist ein wenig komisch. Bin ich schon tot? Ja, ich bin schon tot. Super. Was kann ich denn... Oh, shit. Was bist du? Ich habe was eingesammelt, aber ich weiß nicht, was. Ich flüchte einfach mal vor diesen ganzen Tomaten hier. Jetzt mal ein Fact am Rande. Ich hasse Tomaten, es sei denn, halt der Pizzabelag. Aber ansonsten, ich hasse Tomaten. Ketchup ist wiederum okay, aber alles andere... Was mache ich hier eigentlich? Warum fliegen manche Tomaten und was bist du hier? Stirb! Muss ich dich töten? Ich möchte. Ich werde irgendwie seltsam weggebounced, wenn ich das Vieh treffe. Hallo, kann ich dich nicht treffen? Ich muss dich doch bestimmt irgendwie töten. Ja, ich denke, ich habe sie erledigt. Aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle töten muss oder was. Irgendwas von einer Oper steht da, keine Ahnung. Da könnte ich bestimmt reingehen. Muss ich sogar. Okay. Gehen wir in die Kanalisation. Machen wir den Mario. Uiuiuiui. Bisher? Ja, funktioniert das ja. Wie komme ich da runter? Gar nicht. Scheißegal. Ah, verstehe. Ich habe jetzt da eine Brücke erstellt. Ich hätte schneller sein müssen. Ja, leck mich doch. Wie? Komme ich da hoch? Ja, ich komme da hoch. Okay. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Es sind nur Tomaten. Okay, dann werde ich mir dieses... Ich nehme mal an, Medipack nicht holen da unten. Ich gehe einfach weiter. Wow, auf dich sollte ich nicht draufspringen, nehme ich stark an. Was bist du für ein Wurm hier? Da oben ist was. Es gab einfach nur Punkte. Ey, lasst ihr mich mal in Ruhe hier? Nein! Ja, ich habe das Vieh trotzdem zerstört. Schnell rein. Oh Gott. Was hat dieser Junge hier eigentlich mit dem Ganzen zu tun? Ich nehme an, die Tropfen töten mich. Wo es keinen Sinn macht. Ja, ist doch wahr. Und ihr seid Tomatenwürmer, oder was? Oh, verdammt nochmal. Nein! Ich nehme an, das war's. Try again, ja. Tomato Face. Tomato Face, ist das eine Beleidigung? Ich nehme stark an. Ja, gut. Ich weiß noch nicht richtig, was ich hier machen muss. Wobei, einfach nur den Tomaten ausweichen und von links nach rechts laufen, nicht wahr? Ich denke, das ist so das Ziel. Sie sind ein kleines bisschen schneller als ich. Diese Kackviecher. Ich sollte mich irgendwie mehr darauf verlassen, sie zu töten. Und hier rüber? Und dann wird es ein bisschen blöde wieder. Okay, hier erstmal die Würmer ausschalten. Warum Würmer, verdammt nochmal? Okay, wie mache ich das jetzt? Tropf, 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 Tropf. Toll. Ah!
Ja, kein Kommentar. Warum stehe ich jetzt hier? Ist jetzt nicht ganz so toll. Wurm! Oh, fick dich. Warum verletzen mich solche nassen... Was heißt nasse Tropfen? Solche Tropfen von Schmutzwasser. Okay, da wurde ich halt einmal getroffen. Das nehme ich in Kauf. Dich töte ich hier. Und nun? Darauf bitte. Na! Die Steuerung ist nicht so ganz toll, ja. Muss ich sagen. Aber wo hätte ich jetzt da hingemusst? Ganz im Ernst. So, hier wurde ich nicht getroffen. Perfekt. Hier rüber. Hier drauf stehen und dann... Soll ich einfach nach rechts springen oder was? Nee. Hä? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn bitte hin, Leute? Habe ich irgendwas übersehen? Sieht direkt so aus. Oder muss ich den Scheiß hier unten einsammeln? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Ich versuch's trotzdem mal. Shit. Es hätte geklappt. Jetzt komme ich nicht mehr hoch, oder? Nee. Okay. Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das unbedingt benötige. Oder ich muss alle besiegen. Das kann auch sein. Dieses Punkteteil hier nehme ich auch noch mit. Hm. Aber ich kann irgendwie... Ich weiß auch nicht. Mich nicht verteidigen oder so. Das wäre irgendwie noch ziemlich cool. Wenn ich eine Waffe hätte oder wenigstens treten oder irgendwie sowas. Aber nein. Ich bin ein Junge im scheinbar im blauen Schlafanzug. Na. Warum auch immer. So, jetzt hier durch. Dann diesen verkackten Wurm hier töten. Und dann hier. Ah, ich musste nach unten drücken. Ach so. Muss mir natürlich jemand sagen. Diese verkackten... Tomatenfledermäuse. Oh, knapp. Knappe Sprünge, wollte ich sagen. Die sind irgendwie ein bisschen scheiße, um abzupassen, wo sie hinspringen. Aber da ist wieder ein Lunchpaket oder was. Ja, und was jetzt? Was jetzt? Ja, ich weiß nicht, ob ich nach rechts weiterspringen kann. Nee. Ja, super. Oh, diese verdammten Viecher. Diese verdammten Tropfen. Jetzt sind sie braun und nicht mehr grün. Stirb! Okay. Habe ich eigentlich ein Menü oder so? Nee, mit Select kann ich auch nichts machen. Hier irgendwas auswählen. Nö, kann ich auch nicht. Ja, super. Jetzt komme ich nicht mehr weiter. Kacke nochmal. Ja, shit. Was jetzt? Jetzt bin ich wieder hier. Scheinbar bin ich doch irgendwo den falschen Weg gegangen, aber wo? Oder ist es wirklich mein Ziel, sämtliche Tomaten auszulöschen? Könnte ich mir auch gerade vorstellen. Aber dann hätte ich doch bestimmt irgendwo eine Anzeige oder sowas. Von wegen, hey, hier hast du noch 5 Tomaten, die du plätten musst und so weiter. Das war unfair. Das war echt unfair. Die Items sind wieder da. Ja, vermutlich, weil ich gestorben bin. Okay, gehen wir halt wieder raus. Ja, shit, wie komme ich jetzt hier weiter? Sobald ich hier drauf trete, bin ich ja tot. Ja, dann bin ich tot, super. Ja, okay, zurück komme ich dann scheinbar nicht mehr. Das ist ein Problem jetzt. Fuck. Ja, da oben lang komme ich auch unmöglich. Hä, was übersehe ich gerade? Es muss der richtige Weg sein. Nee, muss es nicht. Ich kann auch hier weiter. Aha. Aha, gesehen. Das war eine Tomatenspinne oder was? Und was zur verdammten Hölle bist du? Stirb. Was? Ich bin... Was zur Hölle ist das jetzt? Wie bitte? War das eine... Tomatenbombe oder was? Was zur Hölle? Nochmal. Komm, nochmal. Einfach nur hier weiter. Und dann nehmen wir, wie gesagt, den anderen Weg. Ist ja nicht so ein Problem eigentlich. Und weiter, gut. Ja, für einen Speedrun ist dieses Spiel scheinbar nicht geeignet. Wobei, doch, man kann sich ziemlich schnell... Nee, was heißt, man kann sich schnell... Man kann sich ziemlich gut... Shit, fortbewegen. Ah! Lass mich in Ruhe, du scheiß Fledermaus. Stirb.
Jetzt bist du wieder hier, die Boss-Tomate quasi. Ja, die würde ich gerne töten. Ich weiß nicht, weshalb. Wow, gleich zwei Treffer in Folge. Jetzt! Komm mal her! Ich kann sie nicht verfolgen. Wurde ich jetzt getroffen oder habe ich das Vieh jetzt geplättet? Ich weiß es nicht. Ich sollte irgendwie alle Türen mal ausprobieren. Vielleicht komme ich da ja auch irgendwo hin. Aber hier weiter komme ich nicht. Da sind wir uns einig. Nee, komme ich nicht. Okay. Gut, 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 gut. Wollte ich nur... Ich wollte schon sagen, sterb schon wieder. Geh jetzt da hoch. Danke. Kleine Kacktomate und große Kacktomate. Gemüse. Ich hasse Gemüse. Das ist kein Spiel für mich hier. Ja, wie gesagt, die Steuerung ist auch nicht so perfekt, wie sie eigentlich sein könnte. Ich denke, ich muss nicht alle Tomaten besiegen. So, jetzt hole ich mir das Ding aber. Nein! Weil er in der Luft kaum noch zu steuern ist. Oh, komm schon. Du stirb. Du stirb auch. So, du tot und meine Punkte. So, und jetzt gleich hier. Nee, noch nicht hier. Ich finde es aber cool, dass es hier bereits mehrere Wege gibt. Eine Art klitzekleines Labyrinth. Das ist schon cool irgendwie. So, Spinne. Noch eine Spinne. Und dann so ein Ultra-Vieh. Wie soll ich das Vieh besiegen? Gar nicht. Wie viel Schaden macht mir dieses Drecksvieh? Gut, es trifft mich auch andauernd, aber trotzdem. Ich kann es irgendwie nicht besiegen. Ich glaube, ich sollte es einfach nur in Ruhe lassen. Ah, wieder genau rein. Okay, gehen wir einfach nur weiter. Ich hätte es jetzt gerne getötet. Was ist das hier? Sieht seltsam aus. Oh, ich werde immer von allem und jedem getroffen. Das gibt's doch nicht. Was? Ey, verarsch mich nicht. Ich komme hier nicht weiter. So schwer ist dieses Spiel doch jetzt nicht, oder? Oh. Oh mein Gott, die Steuerung. Die kommt direkt aus der Tomatenhölle. So, jetzt aber, komm. Jetzt holen wir uns diesen Scheiß hier. Und weg. Danke. Mein Gott, es geht ja. Was auch immer ich jetzt eingesammelt habe. Hab nicht drauf geachtet. Und nochmal, was sind das für Würmer hier? Kommen die auch im Film vor? Wenn ihr noch Einzelheiten aus dem Film wisst oder aus einem der drei Teile, vielleicht sind es mittlerweile auch mehr, dann ab damit in die Kommentare. Ich wäre sehr gespannt, Neuigkeiten von diesem Film zu erfahren. Was heißt Neuigkeiten? Einfach irgendwelche Dinge. Wie gesagt, wie mache ich jetzt dieses kotzende Kackvieh weg? Ich muss getroffen werden. Hallo? Ich werde immer direkt zurückgeschleudert. Oh, und schon wieder getroffen worden. Ja, so geht's doch. Verdammt nochmal. So, und jetzt weiter. Fledermaus muss weg. Wie hat mich das Vieh jetzt getroffen? Ganz im Ernst. So, jetzt. Aber was jetzt? Kann ich das Ding irgendwie bewegen oder so? Sieht nicht so aus. Bin ich einfach nur scheiße gesprungen? Vermutlich. Ja, bin ich scheinbar. Da kommt wieder eine Fledermaus. Oh, die Fledermäuse. Sie bewegen sich so ungut. Hier rüber? Immerhin sind wir jetzt schon an einem Ort, wo wir... Da stand ich doch drauf, oder? Da stand ich doch sowas von drauf. Ja gut, ich glaube, ihr wisst, um was jetzt in diesem Spiel geht. Das reicht eigentlich auch. Viel verpasst ihr nicht, wenn ihr nicht weiter mit anseht, was ich hier tue. Ich würde gerne schon noch irgendwie, ich weiß auch nicht, einen Bosskampf erreichen oder so, aber... Oh, komm schon. Scheinbar bin ich zu wenig gut hier. Ich weiß gar nicht, ob es Bosskämpfe gibt. Vielleicht das ganze Spiel auch einfach nur so. Bahn dir den Weg irgendwo hin und dann, ja, finde eine Möglichkeit, die Tomaten auszurotten. Das könnte sein. Wow, dieses Wasser hier, das sieht echt... Ja, jetzt nicht unbedingt ganz so schön aus. Ich, komm schon, lass mich durch. Ah, fick dich. Ein bisschen mehr Checkpoints wäre echt cool. Ja. Ich wollte schon... Ey, ich bin dieser Drecksfledermaus genau auf den Kopf gesprungen, aber sowas von. Sowas von. Kommst du?
Nee, die kommt scheinbar nicht mehr. Okay, bisschen Konzentration und dann geht's. Noch eine. Die ist jetzt da oben verschwunden. Halt das. Jetzt kann ich hier weiter. Oder links hätte ich auch weiter. Oh Gott, was macht ihr? Aha. Nur irgendwelches Punkte-Gedöns. Waren das schwimmende Tomaten? Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja nicht. Oh, shit. Springen. Gut. Oh, super. Ja, jetzt ist hier nochmal so... Ich muss da bestimmt irgendwo in die Mitte kommen. Aber wie? Nee, der Weg müsste bisher stimmen. Oh, komm schon. Oh, leck mich. Oh Gott, was bist du? Oh Gott, was bist du? Wer oder was bist du? Na, jetzt. Ich wollte diesen Kerl da verfolgen. Komm her. Was bist du? Eine Tomate? Ich krieg dich. Hä? Ich krieg dich nicht. Ich bin schneller als du. Ja, toll. Altpunkte. Ich verfolge das Vieh einfach. Okay, da darf ich nicht durch. Super. Okay, wo muss ich jetzt lang? Hatten wir zwei oder drei Türen? Okay, nur zwei. Was heißt nur zwei? Schnell rein da. Oh Gott, was bist du da oben? Oh Gott, ihr kommt hinterher. Ja, super. Lass mich in Ruhe. Ich will Energie. Was zur Hölle? Shit, weg da. Ist das... bin ich jetzt nochmal an derselben Stelle? Nee, bin ich nicht. Verdammtes Wasser, hör auf zu tropfen. Du gehst mir sowas von auf den Senkel. Jetzt habe ich da oben diese vier Striche voll. Oder fünf. Ist das meine Energie oder... Ich check's immer noch nicht so ganz. Wow. Wow, shit, genau rein. Okay, dann muss es diese Tür hier sein. Warum will ich auch immer alles ausprobieren? Ich hätte von Anfang an... Oh, shit. Hätte von Anfang an diese nehmen können. Ja, ist klar. Tropf doch mal. Danke. Und weiter. Gott. Na! Ja, und die Stadt ist wieder am Arsch. Die Rakete wird von irgendeinem Schloss aus abgefeuert. Ich verstehe es nicht. Ich bin auch zu dumm für dieses Spiel. Shit, verdammt. Leute, das Spiel ist echt schwer. Aber ich denke... Ja, ich denke, für ein Game zum Montag sollte es ausreichen. Was designt war... Ja gut, man kriegt den Abspann immerhin zu sehen. Wenn man... Game Over erreicht hat. Ist das nicht schön? Ja, wir werden den kompletten Abspann sehen. Aber ich denke, das tun wir uns nicht an. Nee, tun wir nicht, denn wir sind hier wieder beim Startbildschirm. Leute, das war's für heute mit Attack of the Killer Tomatoes und dem heutigen Game zum Montag. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss! Was zur Hölle?